Entenkeulen, Hühner oder Gemüsebrühe, Udon oder andere dicke Nudeln, Dulse oder andere Speisealgen, Koriander, Minze in Backofen auf 200 vorheizen. Zwei Entenkeulen in eine Bratform legen, Klammer auf Fett oder Öl ist unnötig, Klammer zu, leicht mit Salz und Pfeffer würzen und 40 Minuten im Ofen, garen bis ihre Haut leicht knusprig ist. Das Fett aus der Bratform abgießen und die Keulen auf ein Brett legen. Die Haut abziehen und beiseite legen. Das Fleisch von den Knochen zupfen und in gerade noch löffeltaugliche Stücke schneiden. Die Bratform auf eine mittelheiße Herdplatte setzen, 1,5 Liter Hühner- oder Gemüsebrühe zugießen, aufkochen lassen und umrühren, um alle aromatischen Reste darin aufzulösen. 15 Minuten lang blubbern lassen, damit sie ein wenig einkocht, dann Eog-Udon-Nudeln und 2 Handvoll getrocknete Dulse oder andere dünne Algen einrühren. 2 bis 3 Minuten weiter kochen, bis die Nudeln gar und die Algen weich sind. Das Entenfleisch dazugeben und abschmecken. Die Nudeln herausheben und auf 2 Schalen verteilen. Die Suppe darüber schöpfen und 1 kleine Handvoll Koriander und Minzeblätter in jede Schale geben. Die knusprige Entenhaut zerzupfen und in die Brühe streuen, dann servieren. Für 2 Personen. Wenn die Entenhaut nicht knusprig ist, legen Sie sie auf einem Backblech aus und rösten sie unter dem Grill nach.